Viele Personen fahren mit dem Fahrrad. Das ist gesund, umweltfreundlich und man kommt schnell fast überall hin. Aber ganz ehrlich, tragen Sie einen Fahrradhelm? Also, schaut echt nicht toll aus. Aber brauchen wir den Helm denn wirklich? Also, wenn Sie einmal so richtig in die Pedale treten, es bergab geht und etwas Rückenwind herrscht, kommt man schon mal auf 50 km/h. Aber im Stadtverkehr werden Sie kaum mehr als 25 km/h erreichen. Dafür braucht man wirklich keinen Helm. 25 km/h kann man leicht mit den eigenen Händen abfangen. Wendet man aber die Formel für die Fallgeschwindigkeit an, der freie Fall hat nichts mit dem Gewicht zu tun, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass 25 km/h einer Fallhöhe von rund 2,5 Metern entspricht. Also auf gut Deutsch, würden Sie sich aus dem ersten Stock kopfüber runterstürzen, dann treffen Sie mit einer Geschwindigkeit von über 25 km/h auf. Machen wir ein Experiment. Dieser Apfel soll einen Kopf symbolisieren. Nun schützen wir den Kopf mit einem herkömmlichen Helm. Die Energie wird auf eine größere Fläche verteilt. Das kann man dann schon besser überleben. Aber man kann sich bedeutend besser schützen. Dafür müssen wir schauen, dass die Bewegungsenergie nicht nur gut verteilt, sondern auch umgewandelt wird. Also verwenden wir Styropor. Besonders die Zeitlupe arbeitet deutlich heraus, wie im Styropor die Bewegungsenergie in Verformungsenergie umgewandelt wird. Wenn Sie das nächste Mal aufs Fahrrad steigen, denken Sie daran, Helm aufsetzen nicht vergessen.